worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und jetzt sind wir mit dem spannendsten Politiker des Tages, könnte man fast sagen, verbunden, nämlich mit einem Bürgermeister. Es ist der Bürgermeister von St. Georgen im Attergau, gelegen am wunderschönen Attersee, Ferdinand Aigner. Und der ist in den letzten Tagen schon, aber heute besonders bekannt geworden, weil ihm der Kragen geplatzt ist. Die Bundesbetreuungsagentur des Innenministeriums hat neben sein Flüchtlingsaufnahmezentrum in sein wunderschönes St. Georgen 17 Flüchtlingszelte gestellt und dort 100 Flüchtlinge untergebracht. Dagegen ist die Bevölkerung Sturm gelaufen. Wir hören gerade die Glocken, die da für uns extra geläutet werden in St. Georgen. Und die Bevölkerung ist Sturm gelaufen, die Kirchenglocken haben geläutet, es hat Demonstrationen am Hauptplatz gegeben. Und jetzt ist dem Herrn Bürgermeister die Geduld geplatzt und er hat der Bundesbetreuungsbehörde, also dem Herrn Innenminister, heute einen Bescheid geschickt, dass die Zelte schleunigst abgerissen und die Flüchtlinge woanders hingebracht werden müssen. Herr Bürgermeister, Sie sind heute für die, sagen wir, ausländerfeindlichen Österreicher sowas wie ein Held. Ja, mal herzlich willkommen aus dem schönen St. Georgen im Attergau. Ich bin für niemanden ein Held. Ich will nur für meine Marktgemeinde da sein und bin für die auch gewählt, ob jetzt ausländerfeindlich oder nicht. Das ist nicht meine Sache. Ich versuche, mal neutrale Politik zu machen. Ich lasse mich in keine Ecke drängen. Mir ist nur wichtig, dass für meine Heimatgemeinde einfach die Dosierung passt und dass auch passt, dass man hier noch im Markt sich frei bewegen kann, ohne sich fürchten zu müssen. Sie haben vor 3 Wochen 17 Flüchtlingszelte bekommen, die auf der grünen Wiese aufgestellt worden sind in St. Georgen und in denen sukzessive 100 Flüchtlinge untergebracht wurden. Wie viele Flüchtlinge sind denn drin jetzt im Zelt und was ist das Fürchterliche an diesen Flüchtlingen? Ja, wie viel drinnen ist, kann man an und für sich nur von der Weite sehen. Ich weiß, dass alle Zelte besetzt sind. Ob sie jetzt voll belegt sind oder nicht, das kann ich momentan auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir momentan über 300 Asylwerber in Thalheim untergebracht haben. An den Flüchtlingen ist nichts Fürchterliches dran. Seien das die Zelte. Die Zelte, die was nicht sicher genug sind für eine Unterbringung. Die Zelte, die menschenunwürdig sind. Die Zelte, die was die dümmste Lösung ist, wo man Menschen unterbringen kann. Und das habe ich baupolizeilich untersagt, weil ich trotzdem als Bürgermeister trotz Unterbringungsgesetz die Aufgabe habe, dafür zu sorgen, dass Menschen in meiner Gemeinde sicher untergebracht sind. Dem kommen wir gleich zu diesem Rembo-Schlag von Ihrer Seite gegen den Innenminister, den Sie heute gesetzt haben. Zuerst noch zur grundsätzlichen Frage, Herr Bürgermeister. Die Bewohner von St. Georgen sind ja der Meinung, dass sie diese 300 Flüchtlinge nicht mehr verkraften können. Sie sagen, das ist viel zu viel. Wir können nicht 300 Flüchtlinge in einer Gemeinde unterbringen, richtig? Ja, es ist ja so, dass Erstaufnahmezentrum in Thalheim, da gibt es eine Vereinbarung von meinem Vorgänger, von der dortmaligen Frau Innenminister Fekter, von einer Maximalbelegzahl von 120 Personen. Fassungsvermögen ist im festen Gebäude jedoch mehr. Und wenn es eine schwierige, angespannte Lage gibt, wird man da auch damit Verständnis zeigen. Aber dann noch Zelte herzustellen, dass die Anzahl um noch so viel mehr ist und dass dann viele junge Männer kommen oder quasi nur junge Männer, hat der Herr Innenminister ständig gesagt, das geht nicht. Wir haben ja, und das darf man auch nicht vergessen, im Frühjahr bereits 73 Kinder aus einem Waisenheim in der Ukraine ein Notquartier verschaffen, haben die evakuiert, die ganze Gemeinde, die ganze Pfarre ist zusammengestanden, dass wir das schaffen. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann glaube ich, ist der Anteil, denn was die Marktgemeinde leistet, kein unerheblicher. Und daher ärgert es mich furchtbar, dass man dann über Nacht einfach Zelte aufgestellt bekommt, so quasi friss oder stirb.
Sie sagen, Herr Bürgermeister, St. Georgen ist nicht ausländerfeindlich. Im Gegenteil, Sie haben so viele Flüchtlinge wie kaum eine andere Gemeinde. Aber jetzt ist es zu viel. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Denn die Dosierung macht's, die Anzahl macht's. Gehen Sie mal runter bei unserem schönen Ort, bei unserem schönen Marktplatz. Wir haben da vor Jahren alles sehr schön neu gestaltet, haben da viel Geld hineingesteckt, damit es wohnlich ist, damit die Geschäftsleute, damit sich die alle wohlfühlen, damit die auch hier ihrem Geschäft nachkommen können. Aber dann quasi auch für eine Gemeinde dosiert, sehr viele Asylbewerber herzusetzen, die was dann den ganzen Tag natürlich verständlich auch unterwegs sind, und wo dann praktisch es immer wieder zu kleineren und größeren Zwischenfällen kommt, wo sich Kinder und Frauen fürchten, das geht einfach nicht. Hat es jetzt in diesen 3 Wochen, seitdem die Zelte stehen, vermehrt Zwischenfälle gegeben? Ja, in den Geschäften immer wieder kleinere. Einen größeren, da haben Sie erst vorgestern berichtet, wo Kinder praktisch attackiert wurden oder angegangen wurden. Wie auch immer man das nennt, ohne das jetzt irgendwie zu werten. Und das geht einfach nicht. Und mir erzählen immer wieder Leute, wenn ich sie auf der Straße treffe und sagen, Bürgermeister, schau, dass es einfach weniger wird, weil das ist einfach, diese Situation oder das Gefühl, sich jetzt in St. Georgen zu bewegen, ist einfach eine ungute. Ein guter Teil dieser 300 Flüchtlinge, die jetzt bei Ihnen sind, der versammelt sich untertags am Marktplatz, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Weil die dürfen ja nicht arbeiten, diese Flüchtlinge, ne? Ja, ob sie arbeiten dürfen oder nicht, ich denke nicht. Aber es ist ja auch so, dass die haben natürlich Bedürfnis nach Tabak, haben Bedürfnis und kaufen SIM-Karten und auch Lebensmittel. Früher war das anders, als das noch privat im Erstaufnahmezentrum privat geführt wurde, wurden zum Beispiel Zigaretten, SIM-Karten und alles direkt dort vor Ort verkauft. Nachdem das jetzt eine Bundesagentur ist und das natürlich jetzt wieder schwierig und kompliziert ist, ist das nicht mehr möglich. Und daher ist es auch verständlich, wenn viele Menschen hier sind, dass die natürlich, um ihr Bedürfnis zu stillen beziehungsweise um einkaufen zu gehen, den gehen alle den Ort rein. Ist ja auch okay, aber die Anzahl macht's aus. Und das ist einfach das, wo ich sicher nicht müde werde, darauf zu achten. So, und jetzt sind Sie also vor 3 Wochen, am 15. Oktober konkret, überrascht worden, als man offenbar ohne Rücksprache mit Ihnen auf dem Grundstück dieses Erstaufnahmezentrums auf der Wiese dort diese Zelte aufgestellt hat. Habe ich das richtig verstanden? Sie sitzen in Ihrer Amtsstube und plötzlich werden dort 17 Zelte montiert. Na, es war an einem Freitag. Und Freitag ist ja um 12 Uhr, wird das Amt geschlossen. Ich war bereits am Nachhauseweg, ist ein Anruf gekommen vom Herrn Bundeskoordinator und hat gesagt, Herr Bürgermeister, es tut mir leid, wir werden Zelte aufstellen, wir haben keine Lösung mehr, wir haben keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr für weitere Asylbewerber. Und nachdem das Grundstück ja dem Bund gehört, müssen Sie jetzt diese Maßnahme setzen und Zelte bringen. Ist dann auch so passiert, am Samstag am Abend sind die gekommen, oder am Freitag am Abend sind sie gekommen, am Samstag wurden sie bei strömendem Regen, wo ich schon gesagt habe, wo ich extra angerufen habe, sage, das ist ja doch ein Blödsinn, bei strömendem Regen da Zelte aufzustellen, weil der Wetterbericht war ja dann für Sonntag ein sehr schöner, aber man hat mich nicht gehört in Wien, man hat sie einfach aufgestellt, zu den Nachbarn zugestellt und am Abend ist schon der erste Bus gekommen mit Asylbewerbern. Und Sie haben gesagt, bitte nicht, oder Sie haben protestiert, oder wie war das am Anfang? Ja, ich habe immer gesagt einmal, Punkt 1, das ist zu viel für St. Georgen, habe dann alle Fraktionen von der Gemeinde, alle Fraktionsvertreter zusammengeholt. Wir haben uns besprochen, wir waren uns einig, alles, was bereits vorhanden ist, das passt für St. Georgen, ist verträglich, aber zusätzlich diese Zelte, das ist für uns alle ein No-Go, da werden wir uns wehren. Und ich habe immer kommuniziert, dass wir die nicht haben wollen. Aber ja, der Herr Bundesminister hat mich dann auch mal persönlich angerufen und gesagt, er versteht es. Er war auch selbst Bürgermeister, aber er hat keine andere Wahl. So, und jetzt sind Sie dann österreichweit bekannt geworden, Herr Bürgermeister, als Sie am 26. ausgerechnet am Nationalfeiertag eine große Demonstration veranstaltet haben, wo Ihr
grüner Gemeinderat niedergepfiffen und niedergetrommelt wurde, der um Verständnis für die Flüchtlinge werben wollte und wo es geheißen hat, die Flüchtlinge müssen weg, raus aus St. Georgen, richtig? Ja, es war eine Veranstaltung der Gemeinderatsfraktionen. Ich habe klar die Vorgabe gegeben, jede Fraktion hat das Recht zu sprechen. Ich habe angefangen, dann hat mein grüner Kollege weitergesprochen. Gut, er hat dann, und der Inhalt, was er da sagt, ist ja auch, für das ist er selbst verantwortlich. Das ist natürlich dann von der Versammlung nicht zur Kenntnis genommen. Er hat aber dann abgebrochen und dann haben wir die Veranstaltung vor dem Gemeindeamt ganz normal weitergeführt. Ich habe mich aber dort mal schon ganz klar distanziert, ob jetzt, dass ich allen Extremismus hier die Absage erteile und dass ich will, dass diese Veranstaltung ruhig und klar über die Bühne geht. Ja, und Herr Bürgermeister, und dann ist Ihnen die Geduld gerissen, nachdem nichts passiert ist nach dieser Demo. Und jetzt sind Sie selbst aktiv geworden. Sie haben einen Bescheid erlassen an den Herrn Innenminister und seine Betreuungsagentur, dass die Zelte sofort zu räumen sind und auch abzureißen sind, weil sozusagen eine Gefahr für die Menschen besteht. Das ist natürlich schon eine Rambo-Maßnahme, wenn ich so sagen darf. Ja, es ist so, dass ich mich mit meiner Rechtsvertretung zusammengesetzt habe und habe einmal versucht, das alles abzuchecken, wie denn das überhaupt so mit Zelten ist, auch mit der Sicherheit. Weil ich bin ja auch baupolizeiliche erste Instanz in der Gemeinde, das ist jeder Bürgermeister. Und dann haben wir geschaut und dann sind wir gleich mal auf die Hürde gekommen, das Land, vom Land, das Unterbringungsgesetz, hebelt ja relativ stark die Bauordnung aus. Dann haben wir weitergeschaut und da hat man dann gesehen, okay, es gibt ja eine Restkompetenz dann auch beim Bürgermeister, wenn Gefahr ist und im Verzug ist. Das ist aber 2015 per Bundesgesetz von den Bürgermeistern weggenommen worden und Richtung Bezirkshauptmannschaft. Nur ist dieses Gesetz 2018 ausgelaufen und auf das haben wir aufgestützt. Ich habe mir dann einen Sachverständigen geholt, einen Bausachverständigen, haben wir die Zelte begutachtet. Ich kann natürlich nicht auf die Details eingehen, weil das ist unter Verschluss, unter Geheimhaltung, müssen ein paar polizeiliche Akte sein. Aber ich kann nur so viel sagen, wenn da einmal ein Sturm kommt, dann werden die Zelte fliegen und daher kann ich es als Baupolizei-Instanz, erste Instanz nicht zulassen, dass Menschen in Zelten leben. Und Sie haben zusätzlich gesagt, das, was da passiert, ist unmenschlich. Die Leute frieren teilweise, weil die Zelte sind ja im Winter aufgestellt. Ihrer Meinung nach eine Schnapsidee? Ja, ich habe immer schon gesagt, Zelte sind die dümmste Idee und zu dem stehe ich auch. Man muss ja sehen, wie heute, ganzen Vormittag Nebel, sehr kalt und dann in Zelten, das geht nicht. Ein Land wie Österreich, wo sonst alle an und für sich, wo wir noch immer gut versorgt sind, dann aber Menschen in Zelten unterzubringen, nur aus Not, nur weil man nicht fähig ist, so eine Krise zu bewältigen, weil man sich nicht vorbereitet hat, weil man die Hausaufgaben vielleicht schlecht oder gar nicht gemacht hat und dann einfach Zelte aufzustellen, damit irgendwie die Gipfel des Eisberges beseitigt ist, das geht gar nicht. Und jetzt sind Sie der Rambo von St. Georgen, wenn ich so sagen darf. Sie haben gesagt, bis Freitag müssen die Flüchtlinge weg sein, sonst holen Sie die Polizei. Und bis nächste Woche müssen die Zelte abgerissen sein. Nein, ich werde keine Polizei holen. Es ist ein Mandatsbescheid. Man hat bis Donnerstagabend die Frist, dass die Zelte geräumt sind. Bis Montag nächste Woche. Einschließlich Montag nächste Woche müssen sie abgebaut werden. Ich habe mich bereits angemeldet für Freitag 10 Uhr eine baupolizeiliche Überprüfung dieses Bescheides durchzuführen. Sollte noch nicht geräumt sein, ich hole mir keine Polizei, ich nehme nur meinen Rechtsanwalt mit, werden strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Gegen die Bundesbetreuungsbehörde und gegen den Herrn Innenminister, nehme ich an. Gegen die Bundesbetreuungsbehörde, natürlich, weil die ja Besitzer dieses Grundstückes sind.
Jetzt könnte man sagen, Herr Bürgermeister, ihr in St. Georgen seid unmenschlich und setzt die Flüchtlinge auf die Straße. Sie sagen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Also, wie Sie, wenn Sie glauben, wir sind unmenschlich, das lasse ich, das weise ich auf das Schärfste zurück. Wir haben gelernt, mit Asylwerbern zu leben. Wir haben gelernt, mit denen und schon jahrelang auszukommen. Wir haben 73 ukrainische Kinder untergebracht. Und wir haben aber nicht dafür die Verantwortung zu tragen, einfach über das über uns einfach drüber gefahren wird und da Zelte aufgestellt werden. Und dann heißt es, ja, der Bürgermeister ist verantwortlich für die Obdachlosigkeit dann dieser Menschen, wenn die Zelte weg sind. Die hätten gar nicht kommen dürfen. Also die Schuld hier an mir abzuschieben oder an die Gemeinde abzuschieben, das lasse ich überhaupt nicht gelten. Hätte man sie von Haus aus nicht hergetan, hätte man vernünftige Lösungen gemacht, hätte es all diesen Wirbel, all diese Maßnahmen, die was ja auch anstrengend sind, nicht gebraucht. Ja, Sie sind jetzt in St. Georgen der Held, nehme ich an. Ich höre schon von allen Seiten, der Bürgermeister ist der Größte, der Beste und so weiter, weil er jetzt diesen Bescheid erlassen hat. Das ist natürlich eine Frontalattacke gegen den Herrn Innenminister, gegen das Innenministerium, gegen vor allem diese offenbar völlig gescheiterte Betreuungsagentur, richtig? Nein, ich sehe mich überhaupt nicht als Held, da bin ich absolut nicht. Ich bin nur der Sprecher meiner Gemeinde, der Sprecher meiner Bevölkerung. Ich habe das ernst zu nehmen, ich lasse mich von keiner Partei nicht biegen, ich lasse mich von keiner Institution nicht biegen. Aber Held will ich gar nicht sein. Ich will einfach, dass wir in Ruhe leben, dass man miteinander gut auskommt und lasse mir aber dabei von einem Innenminister sicher nicht in die Suppe spucken. Und was soll jetzt mit den armen Flüchtlingen passieren, die jetzt ab Freitag auf der Straße stehen? Ich denke, es gibt ja bereits Lösungen, wo das jetzt neue Unterkünfte gefunden werden. Heute gibt es ja einen Asylgipfel mit den Landeshauptleuten beim Herrn Minister. Da wird das wohl gelöst werden. Aber mich zu fragen, wo die hin sollen, ich bin nicht verantwortlich. Ich bin verantwortlich für meine Bevölkerung. Ich bin verantwortlich für das. Wir haben ein Erstaufnahmezentrum. Wir können mit dem leben, wir können mit dem umgehen. Das sind wir gewohnt. Aber diese Lösung der Zelte, dass man da noch um 120, 30 mehr tut, für das übernehme ich absolut keine Verantwortung, denn die Verantwortlichen sitzen da in Wien. Gut, danke, Herr Bürgermeister. War ein spannendes Interview. Jetzt sind Sie in ganz Österreich bekannt. Ich würde sagen, zu Recht, weil da hat jemand fast wie Asterix und Obelix sich gegen die Römer aufgelehnt. Die Gallier zeigen den Römern in Wien, wie man sozusagen mit Bescheiden richtig umgeht. Die Zelte werden geräumt und St. Georgen ist wieder zumindest zu einem Teil zeltfrei. In diesem Sinn, danke Herr Bürgermeister, schönen Abend noch. Danke auch und auch schönen Abend. So, das war's. Das war also der Bürgermeister Florian Aigner aus St. Georgen im Attersee mit seiner etwas Rambo-artigen Vorgangsweise, wie er jetzt die Zelte, die für so viel Gesprächsstoff in Österreich gesorgt haben in den letzten 3 Wochen, schlicht und einfach bis Freitag entfernen und räumen wird. Darüber diskutieren wir gleich mit den Herren Chapp und Westenthaler. Kurze Werbepause und dann ist das große Duell am Mittwoch dran. Dann diskutieren Peter Westenthaler und Josef Chapp über alle Themen dieser Woche, von der Korruption, von den Rücktritten des ORF-Chefredakteurs bis zu den Zelten in St. Georgen am Attersee. Wir sind gleich wieder da.